Hallo, ich stelle mal die Version 2.5 meiner Airsoft-Bombe vor. Allerdings nur ein kleines Programm-Update, den Rest sieht man in den anderen Videos. Da ist jetzt alles erhalten geblieben. Und in den nächsten Tagen folgt mal ein Video in Englisch, weil ich mir mal anhören muss, wer redet doch mal Englisch. Das mache ich jetzt halt mal. So, hier sind zwei Sachen dazugekommen. Zunächst die einfache, die Entschärfungsoption Press Key. Bedeutet, ich muss jetzt hier 5 Sekunden lang einen Knopf drücken, damit die Bombe entschärft wird. Da kann ich jetzt bis zu 95 Sekunden einstellen. Lasse ich jetzt aber, dauert mir zu lang. Jetzt ist noch dazu gekommen, unter der 5, die war vorher leer, komme ich in die Drähte. Das ist so typisch Hollywood. Ich knipse die Drähte durch und die Bombe geht aus. Genau das gleiche ist hier. Ich habe 5 Drähte, die sieht man hier. 1, 2, 3, 4, 5 und noch eine gesteuerte GND-Leitung. Die sind alle nicht sehr kompliziert miteinander verbunden. Das sieht man da auf meiner Seite, ist ein kleiner Schaltplan drin. Ja, jetzt kann ich hier einstellen, was macht jeder einzelne Draht. Zum Beispiel, die 1 muss als erstes entschärft werden, die als zweites, die als drittes, die als viertes, die als fünftes. Jetzt kann ich aber noch einstellen, mache überhaupt nichts, entschärfen, also direkt entschärfen oder direkt explodieren. Ich lasse es jetzt mal so mit 1 bis 5 und starte das Ganze mal. So, das hier ist jetzt schon das Press Key, Zeit läuft ja auch schon. Jetzt muss ich die 8 für 5 Sekunden halten. Tada, das war's schon. Jetzt kann ich auch die Drähte benutzen. Wenn ich jetzt die falsche Reihenfolge benutze, zum Beispiel ich ziehe jetzt mal die 4 aus, was falsch ist, und jetzt explodiert sie. 10 Sekunden warten. Jetzt wäre eine Sirene an, aber die ist nicht angeschlossen, weil das wäre jetzt ein bisschen laut. Das Ganze mal abkürzen, durch die Zeit mal verändern. 2 Sekunden, so, es geht doch schneller. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Naja, 1 bis 5, ja, machen wir das mal schnell. So, 1 bis 5 muss ich jetzt rausziehen. Und sie wird entschärft, ich stecke die gerade mal schnell wieder rein. Alle weiteren Funktionen der Vorgängerversion sind noch erhalten, die sind auch noch alle drin. Inklusive der Karten, sieht man hier im USB-Slot. So, gehen wir zurück. Jetzt kann ich noch einstellen, entweder gar nichts, ich tue jetzt mal die 4 auf gar nichts schalten. Ja, scheiße. Jetzt ist er auf 0 und die 5 mache ich mal auf die 7. Direkt explodieren, so. Oh, ich habe ein Kabel vergessen. Ja, Tatsache. Mir ist ein Kabel herausgerutscht. So, nochmal. Wenn ich jetzt die 5 rausziehe. Tada, wer hätte gedacht? So, und bei der 4 passiert überhaupt nichts. Und jetzt kann ich wieder 1, 2, na, 3, entschärfen. So, das war's schon. Wie gesagt, ein komplettes Video von allen Funktionen, sprich Airsoft-Bombe und Timer Game und so weiter. Und die Karten folgt in den nächsten Tagen. Und tschüss.